Frau Slowik hatte es am Anfang schon gesagt. Ich bin hier am Zentrum für Palliativmedizin an der Uniklinik in Köln tätig. Und wir haben hier am Zentrum für Palliativmedizin schon seit ungefähr oder etwas mehr als 10 Jahren den Forschungsschwerpunkt Umgang mit Todeswünschen in der Palliativversorgung. Wir haben unter anderem ein Schulungsprogramm dazu entwickelt, um Versorgenden und Begleitenden das Thema näher zu bringen und auch einen Gesprächsleitfaden. Außerdem haben wir an dem Kapitel Todeswunsch der S3-Leitlinie für Palliativmedizin mitgearbeitet. Darin sind Empfehlungen im Umgang mit dem Thema enthalten. Und aus diesen Arbeiten möchte ich Ihnen heute, bevor wir in die praktische Arbeit gehen, auch ein paar Ergebnisse präsentieren. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wir hatten das heute Vormittag ja auch schon gehört. Und Herr Schmidt hat es auch gerade noch mal gesagt. Und auch Sie hatten es angesprochen. Es geht um die Positionierung zum Thema assistierter Suizid. Wie verhalten wir uns dazu? Und das auf verschiedenen Ebenen. Der Professor Ferrell hat es im juristischen Bereich dargestellt heute Vormittag. Also auf der Ebene des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Thema, aber auch auf der Ebene der Interessengemeinschaften kamen heute schon verschiedene Perspektiven zur Sprache, also zum Beispiel die Ärztekammer oder auch die Fachgesellschaften, also die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin zum Beispiel, die das Eckpunktepapier veröffentlicht hat, das Herr Ferrell heute Morgen erwähnte. Es gibt aber auch noch, und auch das hatten Sie gerade schon angesprochen, die Ebene zum einen der Organisationen, auf denen es darum geht, sich eine Haltung zum Thema zu erarbeiten, aber auch die Ebene der Teams, in denen wir ja arbeiten und wir als Einzelne im Kontakt mit den Menschen. Was ist unsere Haltung? Und damit oder mit dem ganz konkreten Kontakt mit den Menschen, damit möchten wir uns ja heute beschäftigen, mit der Gesprächsführung. Ich möchte trotzdem noch mal kurz, bevor ich auf die unterste Ebene eingehe, quasi auf die Ebene der Organisationen und der Palliativteams eingehen. Denn dazu hat der Deutsche Hospiz- und Palliativverband ja im letzten Monat auch ein Dialogpapier veröffentlicht, in dem er die eigene Haltung darstellt zum Thema, also dass er in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keinen neuen Auftrag für Einrichtungen der Hospiz- und Arbeit und Palliativversorgung sieht. Das Selbstverständnis der Hospizbewegung eben eine Ablehnung der Tötung auf Verlangen und auch der Beihilfe zum Suizid beinhaltet. Aber dieses Papier will Orientierung geben um die eigene Position und die in der jeweiligen Einrichtung beziehungsweise im jeweiligen Dienst zu diskutieren und da auch zu einer Haltung zu kommen. Zur Frage zur Beihilfe zur Selbsttötung, aber auch unter Berücksichtigung eben der Grundsätze der Hospizarbeit und Palliativversorgung unter Mitarbeitenden und bei gleichzeitiger Wertschätzung der Menschen, die diesen Wunsch äußern, der Beihilfe beim Suizid. In dem Papier sind verschiedene Leitfragen zum Beispiel als Unterstützung für die Entwicklung einer solchen Haltung auf verschiedenen Ebenen, also auf persönlicher, beruflicher oder verbandlicher zum Beispiel. Ein paar Beispiele von diesen Fragen habe ich hier abgebildet. Also warum bin ich in der Hospizbewegung zum Beispiel zur persönlichen, der beruflichen Motivation? Das ist der Auftrag der Hospizbewegung und hat dieser Grenzen und auch auf der verbandlichen. Wie wird denn dann im Kontext dieses Verbands mit unterschiedlichen Meinungen umgegangen. Und was das Dialogpapier auch empfiehlt, ist die Reflexion des Themas anhand von Rollenspielen und Diskussionen und auch anhand von Beispielen. Also in der eigenen Einrichtung zu überlegen, welche Fälle könnten uns denn ganz konkret begegnen oder welche begegnen uns ganz konkret, um zu diskutieren, wo die eigenen Grenzen sind. Die sprechen quasi dann ja auch von der roten Linie, die nicht überschritten werden soll. Aber davor gibt es ja vielleicht noch eine Grauzone bei der Begleitung von Menschen, die wir schon kennen, die sich mit dem Thema assistierter Suizid beschäftigen und sich da auch Unterstützung wünschen. Und wie ist da die Haltung? Deswegen habe ich heute auch ein Fallbeispiel mitgebracht, anhand dessen ich oder
wir später arbeiten werden. Bevor wir zu den Fallbeispielen kommen, möchte ich aber nochmal auf Empfehlungen zum Umgang mit Todeswünschen oder auch Anfragen zum assistierten Suizid eingehen. Denn auch anlässlich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Februar letzten Jahres hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin schon darauf hingewiesen, dass geäußerte Sterbewünsche nicht ausschließlich als Handlungsaufforderungen zu verstehen sein, sondern zunächst einmal als Gesprächsangebot gesehen werden sollten. Also es geht darum, erstmal in Kontakt zu kommen, und auch dazu gibt es eine Empfehlung in der Leitlinie für Palliativmedizin, die Sie hier abgebildet sehen, und darin wird eben empfohlen, dass das Gespräch über Todeswünsche in einer von Offenheit, Interesse und Respekt geprägten Grundhaltung geführt werden soll für das Denken, Erleben und Handeln der Patientinnen und Patienten, und diese Haltung des Respekts nicht notwendigerweise eine Zustimmung zur aktiven Beendigung des Lebens beinhaltet. Also da auch nochmal gut zu unterscheiden und diese Offenheit für das Gespräch zum Thema zu haben. Wir haben in Köln ein Projekt durchgeführt, in dem wir Versorgende unter Anwendung des Leitfadens, den wir entwickelt haben, geschult haben zum Thema. Und wir haben die Versorgenden gefragt, wie äußern ihre Patientinnen und Patienten oder ihre Gäste denn ihnen gegenüber Todeswünsche? Was hören sie da? Und jetzt versuche ich mal eine... Nee, das geht, glaube ich, nicht, ne? Den Pointer hier anzuzeigen, oder? Ich schaue mal, ob Sie das... Ja. Ich sehe einen Pointer. Ich glaube, Sie auch. Hoffe ich jedenfalls. Der rote Punkt. Genau, also diese Äußerungen, die die Versorgenden oder die Kursteilnehmenden uns gespiegelt haben, die waren so ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel waren sehr direkte Äußerungen dabei. Können Sie mir nicht eine Spritze geben oder schmeißen Sie mich doch vom Balkon zum Beispiel? Aber es gab auch indirekte Äußerungen, die als Todeswünsche interpretiert wurden. Also zum Beispiel, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, oder durchaus mit humorvollem Unterton vielleicht sogar Äußerungen, der Alte soll mich doch endlich zu sich holen zum Beispiel. Also sehr unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Todeswunsch zu äußern oder auch zu hören auf der versorgenden Seite. Und genauso verschieden, wie diese Äußerungen von Todeswünschen sein können. Und Sie merken schon, ich komme weg vom assistierten Suizid dem Wunsch nach assistierten Suizid in dieser sehr engen Definition von Todeswunsch, sondern ich öffne die in diese breiten Facetten. Was gibt es alles, was ein Todeswunsch sein könnte? Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Und die Äußerung eines Todeswunsches beinhaltet eben nicht die konkrete Anfrage nach assistiertem Suizid immer. Das hatten Sie ja eben auch schon gesagt, dass das sehr unterschiedlich bei Ihnen auch an Äußerungen oder Anfragen ankommt. Und in der S3-Leitlinie für Palliativmedizin hat man versucht, diese sehr unterschiedlichen Arten oder Ausprägungen von Todeswünschen mal abzubilden und zu systematisieren, und zwar anhand eines Kontinuums suizidalen Handlungsdrucks. Also je stärker dieser Handlungsdruck ist, desto weiter rechts in dieser Abbildung ist die Form des Todeswunsches. Das beginnt ganz links mit einem fast gar nicht vorhandenen bis sehr gering ausgeprägten Handlungsdruck. Da geht es zum Beispiel um Lebenssattheit oder das Loslassen. Das kann aber auch die Akzeptanz des Sterbens sein, angesichts einer schweren Erkrankung und des dadurch näher kommenden Endes. Wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann sehen Sie hier Ausprägungen von Todeswünschen, die mit einem etwas höheren, aber immer noch einem sehr geringen Handlungsdruck verbunden sind. Zum Beispiel unspezifische Wünsche nach Ruhe oder auch das Hoffen aufs Ende. Und dann vielleicht schon ein bisschen höherer Handlungsdruck, zum Beispiel beim hypothetischen Wunsch nach Beschleunigung des Sterbens, oder im Englischen wird häufig der Begriff Wish to Hasten Death, also der Wunsch nach Beschleunigung des Sterbens, verwendet.
Was ich auch von ihm gerade mehrfach gehört habe, war ein Todeswunsch in Form eines hypothetischen Fluchtplans. Also in dem Sinne, dass sich Betroffene überlegen, wenn es einmal so schlimm ist, dass ich das Leid nicht mehr aushalten kann, dann möchte ich auch um eine sogenannte Exit-Option wissen, also um einen Ausweg aus dieser Situation. Dann möchte ich auch, dass es früher vorbei ist. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass das eine ganz stabilisierende Funktion haben kann. Also diese Tür, die da ist, die muss ich gar nicht aufmachen, da muss ich gar nicht durchgehen. Aber zu wissen, wenn es so schlimm wird, dass ich es nicht mehr aushalten kann, dann habe ich eine Option, dem zu entkommen sozusagen. Also es ist ja häufig die Angst vor dem Krankheitsverlauf, vor schlimmer werdenden Symptomen. Und das Wissen um diese Option, dass das häufig hilft, auch beim Durchhalten sozusagen, und diese Option dann gar nicht in Anspruch genommen wird oder werden muss. Hier ganz rechts dann die stärkste Ausprägung suizidalen Handlungsdruck, also die akute Suizidalität. Das werden wir in der Hospiz- und Palliativversorgung vermutlich in den allerseltensten Fällen finden. Dass das Thema Todeswunsch so komplex ist, das hängt auch damit zusammen, dass Todeswünsche gleichzeitig mit einem Wunsch nach Leben bestehen können und sich beides auch im Zeitverlauf und hinsichtlich der Intensität verändern kann. Ich habe Ihnen dazu, und das werden Sie ja vielleicht auch aus Ihrer eigenen Praxis kennen, ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Interview mitgebracht, das wir mit einem Patienten geführt haben und der ganz klar sagte, wenn mir jemand etwas gäbe und mir sagte, es ist in 2 Sekunden alles vorbei, ich würde es nehmen. Und wenige Augenblicke später dann sagt, ich möchte leben, oh mein Gott, und bricht in Tränen aus. Und wir haben das auch jetzt im Rahmen unserer Studie festgestellt. Wir haben Versorgende da gebeten, die wir geschult haben, uns Patientinnen und Patienten zu empfehlen, mit denen wir Gespräche über Todeswünsche evaluieren konnten. Und die Versorgenden haben zum Beispiel diese Gespräche auch dokumentiert anhand eines Dokumentationsbogens. Und wir haben die Patientinnen und Patienten vor und nach dem Gespräch über das Thema befragt. Und ich erinnere eine für mich sehr prägnante Ausführung. Also da hat ein Seelsorgender in den Dokumentationsbogen geschrieben und auch in die Reflexion, was seine Erfahrungen mit dem Gesprächen über Todeswünsche sind, dass er immer mehr zu dem Schluss kommt, es darf eigentlich nicht Todeswunsch genannt werden an ganz vielen Stellen, sondern eben so nicht mehr leben wollen. Und damit, dass das quasi zwei Seiten der Medaille sind sozusagen, und der Todeswunsch oder das frühere Versterben dann oder das Sterben in Kauf genommen wird, um so nicht mehr leben zu müssen. Wir haben auch in der Forschung, also nicht nur wir, sondern viele andere Arbeitsgruppen auch, sich mit möglichen Hintergründen und Bedeutungen beschäftigt. Und hier sehen Sie eine Abbildung aus einer Arbeit von Gary Roden und Kollegen. Das ist eine kanadische Arbeitsgruppe, die sich mit Risikofaktoren für den Wunsch nach vorzeitigem Versterben beschäftigt haben. Und Sie sehen hier rote Kästchen, die einen verstärkenden Einfluss, also ein Risiko für die Entwicklung eines Wunsches nach vorzeitigem Versterben bedeuten. Und in den blauen und grünen Kästchen umrandet sind mögliche Schutzfaktoren. Das sieht jetzt hier sehr komplex aus in der Darstellung. Die Pfeile sind jeweils die Wirkungsrichtung sozusagen, und die Zahlen, die neben den Pfeilen stehen, geben nochmal Auskunft über die Wirkungsstärke. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich und systematisch dargestellt und sehr viel auf dieser Abbildung. Was ich Ihnen damit gerne zeigen wollte, ist, dass in dieser Arbeit zum Beispiel 2 Hauptrisikofaktoren, also direkte negative Einflussfaktoren oder verstärkende Faktoren auf den Wunsch nach vorzeitigem Versterben identifiziert wurden. Das war zum einen Depressionen und zum anderen Hoffnungslosigkeit.
Und beides kann sich auch verstärken, also hat jeweils auch eine verstärkende Wirkung aufeinander. Und als indirekte Einflussfaktoren, also im Sinne von Depression oder Hoffnungslosigkeit verstärkend oder eben davor schützend, sind diese Faktoren hier ganz links identifiziert worden. Und da ist ein indirekter Risikofaktor zum Beispiel die körperliche Symptomlast oder ein unsicheres Bindungsverhalten. Es konnten aber auch Schutzfaktoren identifiziert werden, also zum Beispiel eine gute Selbstachtung oder auch ein höheres Alter, aber eben auch vor allem das Vorhandensein von Glauben und das Empfinden von Sinn und Frieden. Und wenn wir uns mit dem Thema Todeswünsche oder den Umgang damit beschäftigen, dann sind das Aspekte, an denen wir ansetzen können, was möglicherweise bei den Patientinnen und Patienten oder bei den Gästen Ursachen sein könnten oder Hintergründe. Ich habe hier auch nochmal mögliche Funktionen zusammengeführt, die in zwei anderen Arbeiten so dargestellt wurden. Mögliche Funktionen von Todeswünschen, also zum Beispiel, dass darin auch sich ein Lebenswille äußern kann. Auf die Gleichzeitigkeit oder die mögliche Gleichzeitigkeit von Todeswunsch und Lebenswille bin ich ja schon eingegangen. Es kann aber eben auch der Ausdruck einer unerträglichen, akuten Situation sein oder der Versuch, letzte Kontrolle zu behalten. Also wir hatten das zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen in unserer Studie häufig, dass die so sehr genau geplant haben, was möchte ich, dass passiert, wenn das und das eintritt. Also wenn ich das und das nicht mehr kann, dann möchte ich das, auch in Verbindung mit vorzeitiger Beendung des Lebens, bestimmte Dinge passieren und das darüber sprechen und das Planen auch so das Gefühl von Kontrolle zurückgegeben hat, angesichts einer Erkrankung, bei der sich die Kontrolle über das eigene Leben oder auch den eigenen Körper ja immer mehr entzieht. Ein Akt des Altruismus im Sinne von, ich will ja niemandem zur Last fallen, kann auch hinter einem Todeswunsch stehen. Oder einfach auch die Äußerung von sehr starker Verzweiflung. Das ist jetzt hier mit den Hintergründen und Bedeutungen und Funktionen so sehr klar oder voneinander abgegrenzt dargestellt. Und das ist auch in der S3-Leitlinie für Palliativmedizin so aufgeführt. Das ist nicht immer ganz trennscharf. Auch im Leitfaden werden Sie das sehen, dass vielleicht manche Sachen sich überschneiden. Das ist der Versuch einer Annäherung an dieses Phänomen Todeswunsch, was ja so komplex ist und was wir versuchen zu verstehen. Und das ist eben auch als Ziel formuliert in der S3-Leitlinie für Palliativmedizin. Was sind unsere Ziele im Umgang mit Todeswünschen? Da ist eine vierstufige Zielsetzung formuliert und da geht es nämlich im ersten Schritt erstmal darum, die wahrzunehmen und zu erkennen. Also einen vorhandenen Todeswunsch. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, zu verstehen, was dieser Todeswunsch impliziert. Und zwar vor dem Hintergrund der medizinischen und psychischen Situation der Betroffenen, aber eben auch der Persönlichkeit und der Lebenserfahrung der Einzelnen. Und das ist eigentlich nur möglich in einem empathischen, bedeutungsfindenden Prozess von Seiten der professionell Begleitenden im Gespräch mit den Patientinnen oder Patienten und gegebenenfalls eben auch unter Einbezug Dritter, also Angehöriger. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, in dem wir im Gespräch sind und mit den Betroffenen schauen, was ist das eigentlich, was in diesem Todeswunsch ausgedrückt wird und was dem zugrunde liegt. Und nur wenn das Verstehen gegeben ist, kann ja auch eine kompetente Begleitung stattfinden, die hier als drittes Ziel im Umgang mit Todeswünschen formuliert ist und die auch nicht immer zwangsläufig sofort das Ergreifen von direkten Maßnahmen bedeutet, sondern womöglich auch nur das aktive Aushalten des Leids
ohne darauf eine Antwort geben zu können oder gar den Todeswunsch zu beurteilen. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, wie ausgeprägt der suizidale Handlungsdruck ist. Also was für Maßnahmen müssen konkret ergriffen werden oder was ist jetzt als nächstes dran? Ist es vielleicht nochmal das Gespräch und das im Kontakt bleiben einfach erstmal auch nur? Oder welche Maßnahmen können wir gemeinsam entscheiden, um die Situation vielleicht zu verbessern, andere Perspektiven zu eröffnen, andere Möglichkeiten anzubieten? Dass es ja dann ja auch ganz stark mit dem vierten Ziel verbunden, das hier formuliert ist, nämlich der Suizidprävention. Das auch im Gespräch und im Verstehen von Todeswünschen schon Suizidprävention stattfindet quasi. Und wir haben das auch untersucht. Also wir haben versorgende Gespräche mit ihren Patientinnen und Patienten führen lassen. Und wir haben dabei den Leitfaden genutzt, den wir entwickelt haben und vorher die Schulung durchgeführt. Und dann haben wir vor diesen Gesprächen und danach eine standardisierte Erhebung mit Fragebögen gemacht, zum Beispiel zur Depressivität, zum Thema Hoffnungslosigkeit. Und wir konnten tatsächlich einen signifikanten Unterschied feststellen. Also im Vergleich zu vor dem Gespräch hat sich die Ausprägung von Depressivität bei den Patientinnen und Patienten signifikant verbessert. Und zwar sowohl eine Woche nach dem Gespräch als auch 4 bis 6 Wochen später noch. Und wenn Sie sich erinnern, dass ich eben gesagt habe, dass Depression ja ein Hauptrisikofaktor für die Entwicklung eines vorzeitigen oder eines Wunsches nach vorzeitigem Versterben ist, dann ist die Verringerung von Depressivität eben ganz klar in Richtung Suizidprävention gehend. Und das ist eben auch mit Gesprächen über das Thema. Oder in diese Richtung kann eben auch mit Gesprächen über das Thema gearbeitet werden quasi. Wir haben bei unserem Zentrum Leitfaden entwickelt, um Versorgende bei solchen Gesprächen zu unterstützen und Begleitende. Und den möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Ich hatte ihn ja auch schon geschickt. Wir haben schon 2016 oder 2015 angefangen, diesen Leitfaden zu entwickeln und ihn 2018 fertiggestellt. Wir haben Patientinnen und Patienten gefragt, was sie sich wünschen, was in Gesprächen zum Thema vorkommen sollte, was sie für wichtig halten. Und wir haben Expertinnen und Experten und davon die meisten auch aus der Praxis gebeten, diesen Leitfaden zu bewerten und auch zu konsentieren. Und das Ergebnis haben Sie von mir zugeschickt bekommen und sehen Sie auch nochmal hier. Darin ist zum Beispiel eine Seite enthalten, die den Versorgenden dabei helfen soll, Todeswünsche einzuordnen oder Bedeutungen, Hintergründe und Funktionen zu erkennen. Das ist jetzt nichts, was in dem Gespräch abgefragt werden soll. Also es ist keine Checkliste, der ganze Leitfaden ist keine Checkliste, sondern es ist gedacht als Unterstützung. Und ich werde jetzt auch nicht auf die einzelnen Punkte eingehen. Die zweite Seite ist dann zum Thema Gesprächsaspekte, also wie kann ein Gespräch gestaltet sein? Was ist dabei wichtig, auch nochmal zu thematisieren? Und auf dieser Seite hier sehen Sie auch, dass wir empfehlen, das Thema proaktiv anzusprechen. Also von sich aus vielleicht auch zum Beispiel Ängste vor Sterben und so zu erfragen. Und das empfiehlt auch die S3-Leitlinie und die sagt eben auch, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass das schädlich ist. Es gibt auch noch eine Seite zu Reflexion, also eigener Umgang mit dem Thema und weitere Handlungsoptionen. Auch dazu werden wir ja später kommen. Und auch die S3-Leitlinie, genau wie der Leitfaden, empfehlen eben zum Beispiel Fallbesprechungen zu machen zum Thema, aber auch Seelsorge und Supervision, also sich auch als Teamunterstützung zu holen.